Hallo, grüß euch und grüß dich zum ersten Basic-Video über die Massenmaße. Na, hast du deine Schultasche abgewogen? Ich bin neugierig, verrate mir deine Antwort. In diesem Video zeige ich dir, wie die Umrechnung von Massenmaßen ganz einfach mit Hilfe einer Tabelle gelingt. Alles, was du dafür benötigst, ist ein Heft oder ein Stück Papier und etwas zu schreiben. Außerdem solltest du bereits vorab das Intro-Video gesehen haben. Los geht's! Als Einstieg bitte ich dich zu schätzen, erstens, wie schwer eine ausgewachsene Katze ist, zweitens, wie schwer ein Marienkäfer und drittens, wie schwer ein Pferd ist. Überlege kurz und schreibe deine Vermutung auf deinen Zettel oder in dein Heft. Drücke dafür kurz auf Pause. Eine ausgewachsene Katze wiegt zwischen 3 bis 5 Kilogramm. Ein Marienkäfer bringt gerade mal 6 Milligramm auf die Waage. Und ein Pferd wiegt je nach Rasse zwischen 380 bis 1000 Kilogramm. Gar nicht mal so wenig. Unsere Ergebnisse rechnen wir jetzt in andere Massenmaße um. Und dies mit Hilfe eines sehr effektiven Werkzeugs, die Maßeinheitentabelle für Massenmaße. Hier siehst du die Tabelle für Umrechnungen von Massenmaßen. Die Tabelle muss ich allerdings kurz erklären. Wir beginnen bei 1 Milligramm, 10 Milligramm, 100 Milligramm, 1 Gramm, 1 Dekagramm, 10 Dekagramm, 1 Kilogramm, 10 Kilogramm, 100 Kilogramm und eine Tonne. Die einzelnen Überschriften bezeichnen Stellenwerte. Jeder Ziffer entspricht dabei einer Zelle. Dadurch kann man Dezimalzahlen direkt in der Tabelle eintragen und wieder herauslesen, sofern man die Position des Kommas bestimmen kann. Drücke nun auf Stopp und übertrage die Tabelle in deine Mitschrift. Wir haben vorhin herausgefunden, dass eine ausgewachsene Katze zwischen 3 und 5 Kilogramm wiegt. Nehmen wir an, es ist eine schwere Katze, also 5 Kilogramm. Wie müssen wir nun diese 5 Kilogramm in der Tabelle aufschreiben? Wir betrachten die Einerstelle von Kilogramm und davon haben wir 5. Also tragen wir in dieser Spalte 5 ein. Wir rechnen nun 5 Kilogramm in Gramm um. Wir tragen dafür in der Tabelle noch die Nullen ein, bis wir bei 1 Gramm sind. Als Ergebnis erhalten wir nun 5000 Gramm. Möchte man nun auch die Milligramm wissen? So tragen wir in der Tabelle weitere Nullen ein, bis wir bei 1 Milligramm angelangt sind und erhalten 5 Millionen Milligramm. Nun wissen wir, 5 Kilogramm sind gleich 5000 Gramm und das sind gleich 5 Millionen Milligramm. Als nächstes haben wir festgestellt, dass ein Marienkäfer weniger als 1 Gramm wiegt. Genauer gesagt sind es ca. 6 Milligramm. Das tragen wir wieder in der Tabelle ein und zwar betrachten wir nun die Einerstelle von Milligramm. Davon haben wir nun 6, also tragen wir 6 bei 1 Milligramm in dieser Spalte ein. Wir gehen nun den umgekehrten Weg und rechnen von Milligramm in Dekagramm um. Dafür fülle ich die Stellen bis zu Dekagramm mit Nullen auf. Und setze das Komma, wenn die Maßeinheit wechselt. Also zwischen Dekagramm und Gramm. Und erhalte als Ergebnis 0,0006 Dekagramm. Das heißt, 6 Milligramm entsprechen 0,0006
6 Dekagramm. Wir kommen nun zum Pferd, das eine Masse zwischen 380 bis 1000 Kilogramm haben kann. Wir nehmen ein Pferd mit einer Masse von 540 Kilogramm. Drücke nun auf Stopp und versuche alleine die Masse in die Tabelle einzutragen. Und nun zum Vergleich. 0 schreiben wir in der Spalte von 1 Kilogramm ein. Die 4 bei 10 Kilogramm und die 5 bei 100 Kilogramm. Wir rechnen einmal in das nächst kleinere Massenmaß, also Dekagramm, um und füllen dafür die Stellen bis zu Dekagramm mit Nullen auf und erhalten 54.000 Dekagramm. Und einmal rechnen wir in die nächstgrößere Einheit um, also Tonnen. Wir schreiben eine 0 bei einer Tonne und geben das Komma zwischen Tonne und Kilogramm und erhalten 0,54 Tonnen. Denn die Nullen dahinter sind nicht mehr relevant und können weggelassen werden. Das heißt, 540 Kilogramm ist gleich 0,54 Tonnen. Mit dieser Tabelle gelingen Umrechnungen von Massenmaßen ganz einfach. Im nächsten Basic-Video bearbeiten wir gemeinsam weitere Aufgaben ohne Hilfe der Tabelle. Danke fürs Einschalten und bis bald, wenn es wieder heißt: Mathematik macht Freude, Freunde.